zu kriegen. Your mom is calling back. Der immer mit seinem Klingelton. Ey. Hallo. Hallo. Hier ist das Rathaus Schwatzingen. Bitte sagen Sie die 1 für Jonas Reinhardt. 1. Die 2 für Jürgen Ratzig. Herr Reinhardt. Hallo. Hallo. Ja, ich sollte Sie anrufen. Ja, ich hätte vielleicht doch Arbeit für Sie. Okay. Welche denn? Feld 67 mit Sojabohnen anpflanzen. Haben Sie eine Sämaschine? Da dürfen Sie den Fendt 820 vom Lohnunternehmen benutzen. Okay. Ja, warten Sie aber noch kurz, weil ich muss jetzt was schreiben. Ich würde dem Lohnunternehmen Bescheid geben, dass Sie das Gefährt fahren. Okay. Wenn das okay ist. Ja. Gut. Ja. Bis dann. Tschüss. Ja. 16. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Bisschen makaber jetzt, aber Ihr ehemaliger Mitarbeiter kommt gleich. Ja. Und wird für mich ansehen. Das ist kein Problem. Ja, er wird halt Ihr Fahrzeug nehmen. Weil das hatte ich mit dem Herrn Müller abgeklärt, dass wir den 820 Vario nehmen können. Ja, das hat er mir auch schon gesagt. Okay, gut, dann wissen Sie ja Bescheid. Gut gemacht. Danke, tschüss. Ups, was ist denn hier schon wieder los? Hallo? Hallo? Also das Lohnunternehmen weiß Bescheid, dass Sie das Fahrzeug abholen. Okay, also das ist ein Fendt 820 mit Sämaschine? Mit einer Federstadt Direktsaat-Sämaschine. Okay. Die hängt hinten dran. Ja, ich kenne die Fahrzeuge ja noch. Ja, eben. So, dann. Okay, danke. So, warte mal, da kam eine Nachricht, glaube ich. 11.30 Uhr. Ich guck mal gerade beim Harry vorbei. Oh, oh, oh. Der macht hier auch mal Sachen. Der denn? Harry! Ja? Was machst du denn hier? Ein Stamm. Naja, jetzt. Ah. Aufgeladen. Ja? Das ist aber ein bisschen Überlänge. Ja, ja. Warte, ich guck mal grad. Pass auf, nicht zu weit nach hinten, da steht mein Traktor. Ja, ja. Komm. Ja. Bisschen einlenken. Langsam. Ja, komm, passt. Ja, genau. Achtung, langsam. Perfekt. Warte, ich fahr weg. Jo. So. Kommst du rum? Okay. Was? Gut, warte. Ich komm gerade nochmal rüber. Wie geht's? Wie steht's? Was machst du so? Gut. Hier mal Wald ausdünnen. Ja, ja, hier in Schwatzing ist irgendwie alles viel zu viel Wald. Ja. Okay. Und sonst, Förster läuft? Ja. Hast viel zu tun, oder? Ja, jetzt Auftrag bis jetzt nur ein. Ah, okay, das war bei mir besser. Konnte mich vor Aufträgen ja kaum retten. Ja, jetzt haben immer nichts. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Gut, das ich muss auch. Traktorrennen. Ja?
Ja, da fragt er dann nächste Mal. Ja, ist demnächst. 11.30 Uhr. Mal gucken, ob ich da rechtzeitig oben bin. Wo ist das? Der Bürgermeister hat gemeint, oben beim alten Landhandel. Ja, aber wie beim alten... Ah, ganz oben. Ganz oben, ja, da starten wir wohl. Mhm. Bin mal gespannt, wie das läuft. Ja, ja. Okay, gut, dann bis später mal, gell? Ja. Tschüss. Tschüss. So. Navarona? Ja. Das war Sojabohnen, oder? Ja, bitte. Muss ich mir da irgendwelche Zeiten aufschreiben? Ja, oder verbraucht das Saatgut oder so? Nö. Machen Sie einfach. Okay, keine aber ich wollte nochmal die Berechtigung für Ihr Land. Ja, Moment, kriegen Sie gleich. Wo sind Sie denn? Hier sind Sie. Sie bräuchten eigentlich keine Berechtigung, aber. Echt? Also, ich kann es nicht machen. Das... Okay. Ah ja, jetzt geht's. Gut. Gut, dann bis gleich. Tschüss. Jürgen, ey, paste ja auch durch die Gegend. So, dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht direkt noch irgendwas anderes machen kann. Vielleicht kann ich da direkt mit Mist drüber fahren zum Düngen oder so. Die haben noch eine Sämaschine, aber ich brauche halt irgendwas zum Arbeiten. Kann nicht sein, dass ich nur Leute zum Arbeiten habe und selber nichts tue. Könnte ich mir das sparen. Vielleicht haben die noch eine Sämaschine, dann können nicht zu zweit, können wir zu zweit. Achso, mit dem, ja. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Volker Varuna hier schon wieder. Ach, da hinten ist jemand. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht noch eine zweite Sämaschine haben. Nee, wir haben nur eine. Okay. Haben Sie irgendwas zum Düngen? Also könnte ich Mist auf meine Felder schmeißen oder so? Warte, ich leg mal auf. Ja, besser so. Also ein Miststreuer oder sowas haben sie nicht. Die wollten düngen. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, weil der Herr Reinhardt, der sät ja meine Felder an, da hätte ich direkt mit Mist drüber gegüllt. Gedüngt. Ja. Oder hier, da haben sie doch auch ein Güllefass stehen. Ja, also, das ist so nur ein Zubringer. Ja, genau, das ist nur ein Zug. Kommen Sie mal mit. Ja. Wir hätten einmal Flüssigdünger. Nee, das bringt mir nichts. Oder hat die Sämaschine eine Düngefunktion? Die Väterstedt? Ich glaube nicht. Sie glauben was? Doch, die hat einen. Ja, kann nee, ich? Hat sie nicht. Okay, das heißt, ich könnte drüber düngen. Dann würde ich eventuell mit dem Flüssigdünger drüber fahren. Oder Festdünger. Würde auch gehen. Wie Sie wollen. Da haben Sie doch noch eine Sämaschine. Warum lügen Sie mich an? Och. Also. Eins ist. Ja, Herr Neumann. Die hatte ich vergessen. Ja, was kann die denn alles Schönes? Also es ist eine Einzelsaatkorn. Sie kann Mais, Sonnenblumen, Soja,
Ja, Soja ist perfekt. Soja wollte ich gerade anpflanzen. Gut. Wie viel PS braucht die? Die braucht 110. Das passt, das geht sogar an mein Fort ran. Gut. Okay, würden Sie dann das Auto wegfahren, dann würde ich mir die ausleihen. Gut, danke. Müssen Sie aber noch auffüllen. Wo geht es hier? Da hinten, wo wir eben waren. Okay, ganz hinten. Ja, genau, in der Mitte von den drei Stationen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Perfekt. Da lügt er mich aber erstmal dreist an, hey. Ja. Bei so viel Equipment kann man auch mal den Durchblick verlieren. Ich weiß jetzt nur nicht, eine halbe Stunde habe ich nicht so viel Zeit. So, einmal den Tank. 110 PS braucht er, ne? Achso, aber warte. Ich bin mir gar nicht sicher, aber brauche ich hier doch. Ich glaube, ich muss ich dann vorher kruppern. Kann man den Mann nochmal anhauen? Wo ist er denn hin? Mal hier. Herr Neumann! Ja? Muss ich da vorher grubbern? Ja. Ah, so ein Mist aber auch. Haben Sie jemanden, der das kurz machen könnte? Der mir vor mir herfährt? Ich glaube, kurz vorm Traktorrennen wäre das wahrscheinlich eh noch nichts mehr, aber vielleicht macht das gleich nochmal schnell der Leon Müller. Oder wir machen das dann danach. Dann tanke ich jetzt mal auf und nach dem Traktorrennen, dann passt's ja. Ja, dann okay, machen gut. Wir das. Dann machen wir das so. Gut, danke. Bitte. Achso, deiner Mitte ist der. Moment. Ah ja, okay. Gut. Ja, okay, ich habe sowieso bald kein Geld. Müsste alles auf Pump machen. Oh, ich sehe ja irgendwie nichts. Sagt er, das ist doch falsch. Warte mal. Saatgut. Ach so, da vorne gehört Dünger rein. Jetzt habe ich es kapiert. Flüssigdünger. Saatgut, 62.000. Und hier haben wir Dünger. Bist du Herr Neumann! Herr Neumann! Ja? Irgendwie habe ich ein Problem. Können Sie mal kurz kommen? Ja, ich komme. Da steht, Sie haben 62.000 Saatgut, aber irgendwie geht da nichts rein. Springen Sie mal gerade rein und probieren Sie mal. Ich habe die Schlüssel nicht. Ach doch, jetzt. Da steht irgendwas von Dünger. Wir sind falsch rum reingefahren. Nee, vorne kommt das Gleiche. Aber wir müssen auch gleich los, gell? Ja, das stimmt schon. Ruf ich mal den Maler an.
Hallo? Hallo? Ja? Wollt mal nachfragen, ob ihr mir versichern könnt, dass euer Mischfutter unten beim Landhandel biozertifiziert ist? Also es ist so, aber das muss nochmal mit dem Bürgermeister auch zertifiziert wird. Könnten wir dann gerade mit dem Bürgermeister einen Gruppenanruf starten? Ja. Okay. Dann lass mal hoch in den Warteraum gehen. Ja. Und? Versuch das nochmal hinten. Sie müssen nach hinten schalten. Ja, ich bin... Mit G. Bei mir kommt auch nur Dünger. Fahren Sie mal rüber zum Dünger, vielleicht kommt da Saatgut raus. Wäre ja witzig. Wäre nur ein bisschen verrückt, aber... Ja, wie kriege ich denn jetzt Saatgut her? Gibt's auch nicht. Schmur. Ich glaube, da muss ich nochmal mit dem jungen Racex reden, dass er das mal reparieren soll. Okay, gut. Dann lassen Sie mich mal einsteigen. Ich muss mal los. Das Traktorrennen ist in 4 Minuten. Ja. Also, auch ganz schnell. Okay. Ich hoffe mal, Sie kriegen das repariert. Ja. So, schnell das Zeug hier abkoppeln.